Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Alles klar. Liebe Leute, auf der Hinterkaifeck mit dem Paul zusammen. Hallo. Servus. So. Paul ist gerade noch dabei, hier schön Ballen zu stapeln. Paul hat richtig Freude mit dem Ballenstapeln, hat er gesagt. Rastet auch fast nicht aus. Alles gut. Oder Dienstag, warte mal. Nee, es ist die Dienstagsfolge. Habt ihr recht. Das stimmt. Das stimmt. Wir schreiben das Jahr 1999. So arg ist nicht. Aber es wird heute eine großartige Veränderung geben, wie ein junger YouTube-Kollege sagen würde. Es wird großartig. Und zwar, Vogel, hau ab hier. Es wird heute eine maschinelle Änderung wieder vorgenommen. Und zwar haben wir uns gedacht, da es ja mit dem Ballen jetzt ein bisschen intensiver wird und der Paul das jetzt sehr gut macht, aber ich dem Paul natürlich sehr, sehr gerne helfen will, machen wir jetzt eine maschinelle Änderung. Und zwar werden wir, liebe Leute, nicht spoilern im Chat. Meine Güte, liebe Leute. Wir werden den guten MF verkaufen. Der hat zwar coole Dienste für uns geleistet oder gemacht, aber es muss einfach ein bisschen größer. Ne? Man wächst mit der Zeit und die Zeit ist gekommen. Und deswegen machen wir da was Größeres draus. Aber was Cooles, was es noch nicht gegeben hat hier auf diesem Kanal. Also ich habe das noch nicht gezeigt, muss man sagen. Das ist zwar kein neuer Mod, aber ich habe nur Gutes von dem Mod gehört und deswegen will ich den einfach mal testen. Es kann aber sein, dass wir jetzt noch... gibt auch mehr Geld. Ja, aber bis ich jetzt da bin, bin ich ein alter Mann, weißt du? Jetzt müssen wir mal gucken. Es wird nämlich ein Produkt aus dem Emsland und zwar ein Paus heißt das, glaube ich. Da müssen wir uns noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Nicht viel, so 10.000 vielleicht. Und dann kaufen wir uns dieses wunderschöne Gerät hier. Ist sehr teuer, muss man sagen. Sehr, 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 sehr teuer. Aber mit diesem Schwenkarm vorne... Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt, wie es wird. Und Umleuchte muss natürlich auch drauf, klar. Jetzt schauen wir, ob wir noch ein bisschen Geld bekommen von der Bank. Wir sind eigentlich ziemlich gut mit der Bank. Ja, dann nehmen wir noch... Doch, passt. Jetzt ist die Frage, Paul, soll ich gleich noch einen Anhänger mitnehmen? Machen wir mal 200 voll hier. Weil wir haben ja momentan keinen Wagen, mit dem wir irgendwas wegfahren, weißt du? Ach, du meinst einen Fruchtanhänger? Wenn du das Fruchtanhänger nennen willst, nennen wir es Fruchtanhänger, ja? Ja, wie willst du es nennen? Anhänger kann viel sein. Das ist das ja nicht richtig. Hä, warte mal, was ist das hier für ein Ding? Nee, das will ich nicht haben. Nee, das will ich nicht haben. Okay, wir bleiben bei dem. Kaufen, ne? Nicht mieten, liebe Leute. Kaufen, es wird nur gekauft hier. Oh Gott. Hat geleckt? Oh, ein bisschen, ne? Bisschen. Bisschen. Dann gehen wir in die Kategorie Teleskoplader. Da habe ich tatsächlich eine gute gering, glaube ich. Paul, alles gut? Nein. Was ist los? Oh, die sieht aber nicht so schön aus. Schwarze Schaufel, läuft. Drei-Punkt-Aufnahme. Nein, 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 nein. Maxi, wir machen... Oh, da gibt es auch eine Class-Dingens. Aber ich würde tatsächlich die Maxi kaufen, weil die hat ein bisschen mehr Volumen, das Ganze. 3 Punkte für Gewicht schreiben mir einige. Ist das so relevant, Paul? Weißt du das? Eigentlich sollte er ganz gut stehen, der Paus. Wir können ja theoretisch am Hof nur umkonfigurieren, ist ja kein Problem. Ja. Weißt du? So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja. Oh, das ist eigentlich ganz schön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist klar, ne? Oh, lol! Das, Was? Das ist ja geil. Ja, ohne Scheiß, ne? Also das habe ich noch nie gesehen, so. Aber das sind halt die Feinheiten des Paus, ne? Okay, cool. Das, gefällt mir, muss ich sagen. Schau mal, wie er sich macht. Bin ich sehr gespannt. Bin ich wirklich sehr gespannt. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich jetzt Schaufel und Gabel nach Hause? Hat auch einen geilen Sound. Doch, das gefällt mir, glaube ich. So, die hat das nicht. Gabel in die Schaufel, geht das? Theoretisch. Weißt du, ich finde das so schade, ne? In Real Life würde man jetzt hingehen und würde die Schaufel unten an diese Haken ranmachen und dann fährst du, ne? Läuft. Was für ein Haken? Ja, dieser Anhängehaken halt, ne? Du weißt doch, was ich meine. Nein.
Das wird halten. Bin mir sicher. Okay, Paul, ich bin unterwegs. Lauf nicht weg, ne? Haha. Haha, huhu. Ich bin sehr gespannt, wie sich der macht. Vor allem brauchen wir ja so ein schmales Gerät. Oh Gott. So ein schmales Gerät auch zum Ablandern wieder, weil... Ja, doch. Es sieht cool aus von ihnen, muss ich sagen. Schaufel auf die Gabel. Ja, jetzt habe ich auch schon verladen. Aber du hast auch einen guten Blick hier drin. Antenne, irgendwas ist auch schon drin. Super. Läuft. Warte mal, ich Antenne kann euch... Vorarlberg. Vorarlberg. Lass uns mal den Sound ein bisschen lauter machen. Wurde gerade gewünscht. Fahrzeuge, machen wir mal auf 60. Ich bin gerade am überlegen, ob ich leiser mache. Der Betrag, der brüllt so dermaßen. Ja, gut. Hat das funktioniert überhaupt? Ja. Ich hoffe, man hört ein bisschen mehr. Paul, es wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, bis ich dir zur Hilfe eilen kann, weil ich muss noch das Silo festfahren und zudecken. Mhm. Aber es wird. Mhm. Bin da guter Dinge. Oder sollen wir zusammen hier schnell aufladen? Mit dir schnell aufladen? Ich bin ein guter Auflader. Okay. Mach erstmal dein Silo fertig. Ich mach mein Silo fertig. Lass ich das mal kurz hier stehen. Ich habe übrigens auch eine Wiesenschleppe. Ah ja. Ah ja, stimmt, die hast du am Anfang schon gehabt. Oh mein Gott. Ja. Nee, Anhänger, haben wir ja gesagt, dass wir es später kaufen. Also, diese Fruchtanhänger, die ihn wie Pauli nannte. Du kannst ihn auch Kipper nennen. Wir nennen ihn aber auch. Nicht einfach nur Anhänger. Anhänger ist allgemein. Wir nennen ihn einfach Herbert. Ah ja. Die Marke Herbert kenne ich aber auch noch nicht. Nicht? Schade eigentlich. Boah, der hat aber schon, ne? Der will aber auch. So, jetzt kann ich hier, wenn ich jetzt hier festchecken würde, würde ich einfach sagen, hier, Kollegen, so, in diese Richtung möchte ich abladen. Das ist schon irgendwie cool. Oh, weißt du, was auch noch geil ist? Der könnte mal einen Tippitoppi zum Füttern hernehmen. Was? Zum Füttern. Also du machst da Futter rein und dann kannst du entlang der Futtergasse kannst du dann mit so schräg und rüber und, ne? Ja, geil, ne? Ach, tipptopp zu... Ach Gott, ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Welchem Wort? Sag mal, haben wir irgendwo Sprit? Was für ein Sprit? Ja, wir haben hier eine Tankstelle. Gut. Also am Hof oder irgendwo im Ort? Nee, am Hof hier. Guck mal, wie ich das verteilen kann hier. Meine Güte, wie ein großer. Sonst war es das bald mit Ballen sammeln. Nö, da geht noch. Weiß gar nicht, wie weit der zweite Silo ist. Müssen wir mal nachschauen. Ron, grüß dich, Mahlzeit. Der Ronny, Ron. Ich wollte den Ronny nicht anrufen, aber ich glaube, der Ron hat mir seine falsche Telefonnummer geschickt. Schäm dich, Ron. Schäm dich. Bartfloh, grüß dich, Mahlzeit. Ich wollte ihn anrufen. Ja, ich wollte ihn anrufen. Ich habe gehört, er macht jetzt bei Pharmatown mit. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er hier noch auch mitmacht, weißt du? Ah ja.
Also was man sagen muss, der ist wirklich... Der ist auch wendig, weißt du? So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Ey, 14% habe ich schon. Yeah. Yay, es geht richtig voran. Ich merke schon. 15, es wird. Warte, ich mache jetzt mal einen Vergleich. Ich hole mal jetzt ganz kurz den Case. Und schau mal, ob es mit dem schneller geht. Kommt drauf an, wie viel Gewicht er dran hat. 600 Kilo. Habe aber noch oben im Stall habe ich noch ein Beta-Gewicht liegen. Das könnte ich auch noch dran basteln. So, oh, irgendwie, ich glaube, der Wind hat die Gabel umgeworfen. Was ich eigentlich am coolsten finde auf dieser ganzen Map hier, ist der Hof. Also der Hof ist mega geil. Mhm, der ist echt geil. Alpenfeld, grüß dich und danke für deinen Resub im dritten Monat. Dankeschön. Der Göttinger ist heute rausgekommen, oder? Wenn du den Pöttinger meinst, ja. Geht voran hier, muss ich sagen. Geht voran. Oh, Striefchen, danke dir. Es sind keine Sounds an, weil wir noch in der Aufnahme sind. Danke dir, Striefchen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Heute haben wir wieder hier doch, meine Güte. Dankeschön, Schiefchen, für 8 Zaps. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Ich habe die Geschichte von Hinterkaifeck geguckt. Ich habe Angst, sie mal zu spielen. Ach ja. Kennst du die Geschichte von Hinterkaifeck, Paul? Nein. Also, es ist so. Schau sie dir bitte selber an. Danke. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Okay. Ich werde es trotzdem nicht tun. Alles klar. Ich weiß nur, es hat irgendwas mit Morden zu tun. Es ist ein Sechsfachmord, ja. Ja, dieser Haufen hier, das ist noch ein bisschen komisch, warum der Haufen hier liegt. Keine Ahnung, ey. Ja, Rudi, schau dir das, gibt ein super Video dazu auf YouTube. Schau dir das am besten auf YouTube an. Das dauert schon ein bisschen länger, das Blattfahren hier, ne? Aber gut, das ist halt einfach so. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wie viel der andere Silo drüben noch hat. Ich häng hier fest, okay. Oh, der ist fertig. Okay, der ist, okay, ja, gut. Fertig ist immer gut.
Vielleicht hätte man einfach vorne noch ein bisschen mehr Gewicht draufbauen können. Paul, willst du dich noch vorne draufstellen? Danke. Ich weiß gar nicht, ob Paul schmal ist oder ob er ein kräftiger Typ ist. Schwierig. Wie würde der Paul einschätzen? Eher so... Also wirklich schlank? Oder so ein anhaltende Massephase? Wow. Es ist die beste Ausrede. Du kannst immer sagen, ich bin seit Jahren auf Massephase. Ah ja. Schlank, schlank. Da redet einer aus Erfahrung. Ist richtig. Lauch? Was ist Lauch? Ah, Lauch ist dünn, ne? Ja. Spargel. Wenn ich... Wenn ich den Paul mal treffe, dann sage ich euch. Schlank und kräftig. Das, glaube ich, ist so die Traumvorstellung von jedem. Ich würde auch sagen, kräftig. Also von der Stimme her könnte ich es jetzt gar nicht sagen. Es gibt so ein paar Typen, da sage ich, das hörst du in der Stimme schon. Aber Paul würde ich es jetzt nicht sagen können. Tja. Du wirst auch kein Foto von mir finden. Gibt es keine Fotos von dir im Internet? Keine aktuellen. Keine aktuellen? Ja, Kindergarten brauche ich jetzt nicht. Das ist schwierig, weißt du? Aber ist auch nicht so wichtig. Aber es ist halt immer so, ne? Bei ein paar hörst du es halt raus. Das ist relativ einfach. Bei ein paar tut sich echt schwer. So, gut. Ich werde jetzt hier mal weiter festfahren. Liebe Leute, für heute sind wir erstmal fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen nach oben lassen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.